Freuen Sie sich auf den Tod? Suchen auch Sie die Todesstunde so sehr und verlangen nach dem Tod so sehnsüchtig und herzlich, wie es in der ersten Arie ausgedrückt wird? Weshalb wird denn diese Todesstunde so sehnsüchtig erwartet? Im Text heißt es: Da mein Geist Honig speist aus des Löwen Munde, also nährt sich der Geist bereits am süßen Honig des Jenseits, während der Körper offenbar nicht in der Lage ist, das Süße des Lebens zu erkennen und zu erfahren. Welche Rolle spielt denn hier aber der Löwe? Weshalb wird die Geschichte Simsons herangezogen, der den jungen Löwen mit baren Händen zerrissen hat und später im Innern des Kadavers einen Bienenstock findet, aus dem er den köstlichen Honig gewinnt? Weshalb wird jenseits der Todesstunde nicht die süße Erwartung des Gartens Eden, des Paradieses thematisiert, sondern der Löwe in der Geschichte Simsons? Dieser Frage will ich hier zuerst nachgehen. Denn ich meine, dass die Kulturgeschichte rund um den Löwen dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt, die weit über die Geschichte Simsons in der Bibel hinausgeht. Der Löwe steht in der Kulturgeschichte des Menschen für maximale Macht und damit auch als Hauptkonkurrent des Menschen, der diese Macht ebenso anstrebt. Seit 30.000 Jahren wird der Löwe in Europa als mächtigstes Tier, als König der Tiere angesehen. Wir Menschen haben ihn schon in früheuropäischer Zeit mit wunderbaren Zeichnungen in den Höhlen von Chauvet verehrt. Ägypten hat die löwenköpfige Göttin Sekhmet verehrt. Sie erscheint als Hüterin des Lebens und Beschützerin der Menschen einerseits, als wilde Bestie, die alle Menschen in ihrem Rausch ausrotten will, andererseits. Die Pharaonen haben die Löwen bejagt. Der Tod des mächtigsten Tieres sollte die eigene Macht demonstrieren. Der Stadtstaat Venedig hat den Markuslöwen gebraucht, um jedem die Größe des von ihm wirtschaftlich beherrschten Gebietes zu zeigen und dieses Symbol ihrer Macht weit hinaus in die Welt zu tragen, auch hier zu uns in die Schweiz. Gehen wir zurück zu unserer Kantate. Auch hier wird die Geschichte Simsons herangezogen, um den Wunsch auf die süße Todesstunde darzustellen. Der Wunsch ist nicht nur schneller Gedanke, er wird mit aller Macht geäußert. Warten auch Sie mit so mächtigem Willen auf den Tod? Kaum. Denn wir Menschen genießen das Leben, besonders dann, wenn wir Möglichkeiten haben, wie hier in der Kirche Musik zu hören und das Leben zu genießen. Der Text der Kantate ist sehr fatalistisch. Die Mühen des Lebens sind unerträglich geworden. Süßes ist zu Gift geworden. Dornen plagen nicht nur den Körper, auch die Seele, dies kommt hier deutlich zum Ausdruck. Der Erzähler hat mit seinem Leben abgeschlossen. Seine einzige Hoffnung ist es, in Christo aufzugehen. Die Kantate hat mich zum Nachdenken über den Tod angeregt, zur Analyse unseres Verständnisses von Tod in der Renaissance, im Barock und in der heutigen Zeit, aber auch zu seiner Stellung in der Natur. Lassen Sie mich zuerst nach den physischen und psychischen Ursachen forschen, die zu diesem Text geführt haben. Salomon Frank hat diesen Text 1715 aufgrund eines Textes von Christoph Knoll erarbeitet. Christoph Knoll schreibt an anderer Stelle: Herzlich tut mich Verlangen nach einem seligen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend. Ich habe Lust, abzuscheiden von dieser bösen Welt, sehn mich nach himmlischen Freuden. O Jesu, komm nur bald.
Auch der sechste Choral ist von Knoll, der schrieb: Der Leib zwar in der Erden von Würmern wird verzehrt, dort wird erwecket, durch Christentum schon verklärt, wird leuchten als die Sonne und leben ohne alle Not. In himmlischer Freude und Wonne, was schadet mir dann der Tod? Wir haben es eben gehört. Wenn wir diese beiden Texte von Knoll mit dem uns heute präsentierten gesamten Text der Kantate von Salomon Franck vergleichen, scheint Knoll noch in der Renaissance zu stehen. Bildlich werden die Körper von den Würmern gefressen. Knoll soll seine Begräbnishymne 1599 während einer Pestepidemie in Görlitz geschrieben haben. Man spürt noch klar die Ausläufer der Renaissance, die sich mehr auf das Irdische als auf Spiritualität und Jenseits ausrichtet. Der Leib wird von den Würmern verzehrt, aber der christliche Glaube an ein Jenseits hilft den Hinterbliebenen, den Tod nicht nur als Schaden zu verstehen. Mehr als 100 Jahre später entstand dann eben dieser Kantatentext. In den mittleren Strophen überwiegt das Barocke, die Verneinung des Irdischen und die Überhöhung des Jenseits. Der Text basiert nicht mehr auf der Pestpandemie. Er wird nicht einem stark gepeinigten, sondern einem im Leben stehenden, sinnierenden Menschen in den Mund gelegt, der vor allem seelisch leidet, des Lebens überdrüssig geworden ist und die Erlösung im Paradies erwartet. Wie wirkt dieser Text in der modernen Zeit auf einen Naturwissenschaftler? Werden, Sein, Vergehen sind für mich, wie es auch ein Segantini in seiner wundervollen, abschließenden Trilogie bildlich so schön dargestellt hat, natürlich Grundlage der Revolution und im Sinne der Natur auch gleichwertig. Jedes Lebewesen kommt zur Welt, um zu leben, um sich zu vermehren und nach getaner Arbeit wieder zu sterben. Vergeblich suche ich in der Kantate nach Gedanken der Epoche der Aufklärung. Religion und Glaube stehen im Vordergrund, nicht die Wissenschaft. Es fällt mir auf, dass wir uns im Christentum sowohl damals wie heute kaum fragen, woher wir kommen. Es dreht sich alles um die Frage, wohin wir nach dem Tod gehen. Dies hat mit Angst zu tun. Naturgemäß kann man vor der Geburt keine Angst haben, vor dem Tod und seinen Folgen jedoch schon. Hier hat nun, meine ich, unsere Zeit wieder einen deutlich nüchterneren Blick. Die Überhöhung des Jenseits im Zeitalter des Barock ist uns wieder ganz abhanden gekommen und damit auch weitgehend der Glaube an eine Erlösung oder an Hölle, Läuterungsberg und Paradies, wie Dante das Leben nach dem Tod so wunderbar, seinerzeit gemäß, aber noch mit großem historischem Realbezug und wenig verklärt beschrieb. Wer ohne Angst und Schmerzen lebt, muss nicht an Tod und Jenseits denken. Er nimmt diese, wie sie kommen. Die Tiere haben keine Reflexionsmöglichkeit in Bezug auf den Tod. Für sie gilt noch viel mehr das Carpe Diem. So konnte ich vielfach beobachten, dass Tiere ein Mitglied ihrer Gruppe verloren. Gelegentlich wird es dann einige Tage vermisst. Unsere Elefanten und Kamele suchen und rufen regelmäßig nach ihren Artgenossen, obwohl diese nach einer Stunde Spaziergang regelmäßig wieder zurückkommen. Wenn sie sterben, dauert das Rufen nur wenig länger. Unsere Blutbrustpaviane tragen in ihr Jungtier, das tot zur Welt kommt oder in den ersten Stunden stirbt, noch einige Zeit mit sich herum, bis sie realisieren, dass es wirklich tot ist. Dann wird es definitiv verlassen. Trauer im menschlichen Sinne konnte ich bei Tieren aber nie erkennen. Es stellt sich eine weitere Frage. Wünschen sich auch Tiere den Tod? Können sie ihn erahnen?
Obwohl immer wieder gesagt wird, Tiere, die zur Schlachtbank gefahren werden, könnten den Tod erahnen, gibt es dafür keine wissenschaftlichen Nachweise. Natürlich wird die veränderte Umgebung und Situation wahrgenommen. Diese kann beunruhigen und Angst auslösen. Eine Verbindung zum Tod wird dadurch aber nicht hergestellt. Genauso wenig wie beim Wildtier, das sich bei jeder Krankheit, auch vor dem Tod, zurückzieht. Es will sich ja nicht den Feinden und Artgenossen gegenüber exponieren. Wie reagieren wir Menschen in unserer heutigen Zeit auf Leben und Tod? Wir haben heute ein besseres Verständnis von der Evolution der Erde, der Tiere und des Menschen. Individuen sind vergänglich. In der Natur zählen nicht Einzelne, sondern Arten, die sich neuen Umweltbedingungen anpassen können. Diese allein entwickeln sich in der Natur weiter. Das Individuum ist nur ein Teilchen dieser Prozesse. Es kommt und es geht. In der modernen Welt haben wir auch kaum mehr einen ritualisierten Umgang mit dem Tod. Wir versuchen mit allen Mitteln, den doch naturgegebenen Tod des Individuums zu vermeiden, obwohl er doch unerbittlich kommt. Der Tod wird dabei als etwas Unnatürliches, etwas Böses betrachtet. Die Medizin erlaubt uns heute, das Leben über das Natürliche hinaus zu verlängern. Wir nehmen sogar großes Leid in Kauf, oft nicht nur das eigene, sondern auch das unserer Nächsten. Es gibt bei uns aber kein Recht auf das Beenden des Lebens eines anderen. Aber wir meinen, ein Recht darauf zu haben, das Sterben anderer Menschen zu vermeiden, auch gegen deren Willen und die Natur. Auch im Umfeld meiner Tätigkeiten entfernen wir uns mehr und mehr vom Natürlichen, wie wir es seit der späten Renaissance beobachten können. Tiere werden vermenschlicht und instrumentalisiert. Einerseits ist in der Medizin auch für Tiere alles möglich geworden. Und andererseits quälen wir Tiere und rotten sie aus. Auch die Natur, die wir schon weitgehend zerstört haben und so sehr nutzen, dass sich Flora und Fauna von den Einflüssen des Menschen nicht mehr erholen können, versuchen wir mit technischen Maßnahmen zu heilen. Die Kantate Bachs hat mich zu diesen Reflexionen über den Tod geführt. Der Barock hat versucht, den irdischen Tod mit Blick auf das Jenseits in Jesu angenehmer erscheinen zu lassen. In der heutigen Zeit wird der Tod anonymisiert. Das war beides und ist menschlich, aber aus meiner Sicht auch ein bisschen blind. Ich meine, uns fehlen die Ehrfurcht vor dem Leben und die Demut gegenüber der Natur. Wir verdrängen den Tod nicht nur, wir verschieben ihn in die Anonymität. Einsamkeit ist in der modernen Gesellschaft leider auch zur Normalität geworden. Eine neue Suche nach dem Sinn des Lebens muss beginnen. Müssen wir denn wirklich wissen, wozu wir da sind und wohin wir gehen? Können wir uns nicht, wie die Tiere, einfach damit abfinden, wie es natürlich vorgegeben und gut ist, und uns auf die Schönheiten des Lebens konzentrieren und dieses genießen? Die Beobachtung der Tierwelt bietet sich an, die Natur, die sich ohne uns so wunderbar entwickelt hat, zum Vorbild zu nehmen. Es lohnt sich, Tiere zu schätzen und zu schützen. Es würde mich freuen, wenn diese Reflexion über den Tod Anregung ist, unsere Zeit auf dieser Erde wieder etwas bewusster zu leben und das Zusammensein unter Mitmenschen zu genießen. Sind wir so dem Glück nicht näher, als wenn wir die süße Todesstunde mit aller Macht herbeisehnen? Ich teile Albert Einsteins Sicht des Lebens. Er schrieb zu Beginn des letzten Jahrhunderts:
Seltsam ist unsere Situation hier auf Erden. Jeder von uns kommt zu einem kurzen Besuch, ohne zu wissen warum, und doch manchmal, um einen Zweck zu erfüllen. Es gibt jedoch eines, das wir mit Sicherheit wissen. Der Mensch ist hier um der anderen Menschen willen, vor allem für jene, von deren Lächeln und Wohlergehen unser eigenes Glück abhängt.